Ich fasse das ja gerade gar nicht. Da habe ich gerade mein schönes Apfelbaum-Tipp-Video hochgeladen vom Fritz, ne? Und wollte am Anfang noch ein Video verlinken vom Cleve Baxter. Und jetzt fällt mir auf, hey, Deutschland, kennt ihr Cleve Baxter überhaupt? Das gibt's ja gar nicht. Wenn man hier in Wikipedia sah schon, Google Cleve Baxter eingibt. Was kommt? Okay, die Engländer haben ihn natürlich auf seiner Wikipedia-Seite drauf. Aber sonst alles Englisch, 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 Englisch. Aber der Höhepunkt kommt noch, und zwar auf YouTube. Mua. Pflanzen können fühlen. Cleve Baxter. Und wie geht's los? Ja, wie gehen solche Videos Pflanzen immer los? Heißt Verteidigung. Direkt und schnell wirksam ist die mechanische Abwehr. Jawohl, Verteidigung, Krieg, alles bekriegt sich. Ah, immer die bösen anderen besiegen. So funktioniert die Natur in den Augen der alten Leute. Mal gucken, wie lange noch. So, dann machen wir mal ein kleines Video zum Cleve Baxter, wa? Na gut, dann wollen wir euch den Cleve Baxter mal vorstellen. Ja, Cleve Baxter ist 1924 geboren, soweit es auf Wikipedia stimmt. Hat dann beim CIA angefangen. Schon ein bisschen komisch, ne? Jedenfalls hat dann seine Karriere sich abrupt geändert, als er war damals irgendwie, glaube ich, zuständig für Lügendetektortests oder hat die jedenfalls erfunden. Das Lügendetektortest ist ja auch nichts anderes, als dass man sich selbst an ein feines Oszilloskop hängt und dann seine Linie beobachtet, diese Schwankungen der Spannung. Ja, und daraus kann man dann angeblich irgendwas ablesen. So, soll auch ganz gut funktionieren, teilweise. Gibt noch andere schöne Möglichkeiten rauszukriegen, ob jemand lügt oder nicht, aber das ist ein anderes Thema. So, jedenfalls hat der Cleve Baxter sich irgendwann gedacht, jo, was passiert denn, wenn ich mein Oszilloskop, kann heutzutage jeder mit seiner Soundkarte machen, man braucht einfach nur Mikrofoneingang, das reicht dann, die Programme dazu gibt es als Freeware, ist alles kein Hexenwerk mehr heutzutage. Ja, so sieht es dann umgebastelt aus. Okay, jedenfalls der Cleve Baxter hat sich gedacht, müsste ja auch funktionieren, ne? Wenn ich mein Oszilloskop an, ich glaube, er hat ein Rhododendron genommen. Ja, viele Dendron, ne, ist auch wurscht, ich habe jedenfalls, was ist das hier, Hibiskus, mein Hibiskus genommen. Und habe ihn angeschlossen sozusagen. Ja, inwieweit jetzt die Soundkarte irgendwelche Fehler damit reinmacht, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist ja nur mal, um das Prinzip zu erklären, ne? Wenn ich jetzt ranfassen würde. Wunderbar. Da. Bringen wir es ins Bild. Jawohl. Ich habe schon ein bisschen mehr Spannung. Na, jedenfalls hat der Cleve sich gedacht, es müsste sich ja eigentlich irgendwas ändern, wenn ich jetzt vorhabe, diese Pflanze zu gießen. Und just in dem Moment, wo der Cleve das gedacht hat, schon in dem Moment hat sich die Linie blitzartig geändert. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich mit dir schon in Verbindung stehe. Jedenfalls gieße ich dich jetzt mal. So, um das mal so bildlich darzustellen. Er hat also gegossen. Aha. Ja, ja. Ja, was ist das jetzt? Okay, natürlich, auch wenn ich an die Pflanze greife. Jawohl, ich leide auch schon durch die Pflanze. Einwandfrei. Super Sache. Okay, na gut. Vielleicht kann ich die Experimente vom Cleve mal weiterführen. Jedenfalls hat er seine Experimente dann so weit getrieben, als er herausgefunden hat, dass die Pflanze schon in dem Moment angeblich reagiert, indem er dran denkt, sie zu gießen. Wollte das dann mal probieren mit dem Gegenteil, indem er praktisch ein Blatt anzünden wollte. Ich mache das jetzt wirklich nicht, weil ich mag meine Pflanzen. Na? Gille, 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 gille. Ja, und auch dann hat sich diese Linie ganz rapide geändert. Und zwar in der Art und Weise, wie bei menschlichen Probanden die Linie sich ändert, wenn sie Angstgefühle haben. Tja, das ist damals in den 60er, 70er Jahren ganz schön in der Wissenschaftswelt rumgegangen. Haben auch viele Wissenschaftler nachgemacht, diese Versuche. Jetzt war aber das Komische, bei der Hälfte der Wissenschaftler hat es funktioniert und bei der anderen Hälfte der Wissenschaftler hat es nicht funktioniert. Ja, jetzt haben die sich gestritten und das Thema ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Ja, aber wie neueste Forschungen gezeigt haben,
können die Pflanzen wahrscheinlich einen Haufen mehr als wir Menschen. Tomaten zum Beispiel verstärken 3 Tage, bevor irgendein großer Regenguss kommt, ihre Außenhaut von den Früchten. Also noch bevor irgendwelches ganz sensible Messinstrument bei uns irgendein Tiefdruckgebiet oder eine Druckänderung wahrnehmen kann, können die Pflanzen dann schon 3 Tage im Voraus, also bei Tomaten ist soweit nachgewiesen, das schon tun, zum Beispiel. Es gibt noch einen Haufen anderer sehr interessante Experimente, was Pflanzen betrifft. Jawohl, ich habe mir jedenfalls angewohnt, tja, das sind genau solche Lebewesen wie alle anderen für mich. Die haben halt nur ein anderes Zeitempfinden. Mehr ist es doch nicht. Ich will nicht sehen oder will nicht wissen, wie die mich hier die ganze Zeit sehen, wie ich in deren Augen rumwuseln muss. Ja, ich lasse auch einfach alle so wachsen, wie sie wollen. Ist echt schön, wie die sich dann gegenseitig ergänzen. Ja, sogar der hier oben. Alle Achtung, hier muss ich mir irgendwann mal was einfallen lassen. Das wird auch noch. Ja, das kleine Zwischenbiotop. So schaut es aus, wenn man die Pflanzen so machen lässt, wie die Pflanzen wollen. Die wissen doch viel besser, wie man wachsen will, Mensch. Die haben doch viel mehr einen Plan davon. Dann sollte man natürlich zusehen, dass man gleiche Pflanzentypen mit anderen paart, ne? Also die alle, die so ein bisschen wüstenmäßig sind, zusammenstellen, wo die Luftfeuchtigkeit nicht ganz so hoch sein muss. Momentan ist es natürlich heftig, ne? Draußen hat es geregnet. Ist auch erstmal Wurst, die geht schon wieder runter. Tja. Und das sind dann die, die ein bisschen tropischer mögen. Ist echt interessant zu beobachten, wenn man die komplett so wachsen lässt, wie sie wollen. Okay, ab und zu mal nach dem Licht drehen, wenn es hier zu heftig wird, ne? Sonst kann ich ja diese Leinwand nochmal runtertüdeln. Jawohl. Was die sich dann alles so für Sachen einfallen lassen. Ja, Wachsblumen, wunderbar. So kann man sich wirklich einen kleinen eigenen Dschungel zu Hause basteln, wenn man das möchte. Wenn man es möchte, wenn man jetzt natürlich Angst vor bösen Bakterien hat und so weiter und so fort und denkt, ach, die muss ich die ganze Zeit düngen, die Pflanzen, und es kostet einen Haufen Geld. Ja, da sollte sich mal ein paar Bücher durchlesen. Mal welche, die nicht unbedingt auf der Bestsellerliste stehen. Na? Ja, und dann können hier ganz wunderbare Sachen dabei rauskommen. Naja, ihr werdet hinter das Geheimnis der Pflanzen aber bestimmt irgendwann selbst kommen und was die für uns für eine wichtige Rolle spielen.